So, Ling Ling, bist du auf Sendung? Ja? So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ihr wisst Bescheid. Der Klickskäufer ist wieder am Start. Die Aero-Brüder sind wieder mal in der Kritik. Das heutige Thema bei Rap Talk. Rap Talk bei Doggy3DL. Ja, meine lieben Freunde, das Thema Klicks kaufen und Klickskäufer ist, glaube ich, seit einigen Monaten schon immer wieder im Gespräch gewesen. Neue Künstler sind gekommen, von denen bisher noch keiner was wusste und haben innerhalb von Stunden sogar Millionen von Klicks bekommen auf ihren Videoclips. Es fing auf Instagram an, da fingen viele Rapper mit sogenannten vor dem Autos Rap drehen oder wie sich das auch nennt, ich habe keine Ahnung. Ich krieg Beats von meinem Bra und nicht von Ray. Auf jeden Fall haben sie angefangen mit kurzen Clips, mit einer fetten Karre und mit 10, 20 Kanacken davor zu performen, würde ich mal so sagen, und haben innerhalb von wenigen Stunden sehr viele Klicks bekommen. Vor einigen Monaten war es schon mal ein Gespräch. Und meine Aufrufe gerade irgendwie auf 4 Millionen gesetzt hat von 1,5 Millionen. Auf diese Filme habe ich gerade überhaupt keine Lust. Das geht an diesen Peach, der meine Aufrufe gehackt hat oder irgendwelche dazu gekauft hat. Wir haben mit eigener Arbeit 2 Millionen Klicks erreicht gehabt. Auf jeden Fall danke für den Support, Mero Rose und Mero Queens. 2 Millionen sind schon überkrass. Leider musste so ein Miski, so ein Peach kommen und uns das versauen, indem er irgendwas dazu hackt. Mein Video hat 4 Millionen Klicks. Einer versucht Schatten auf unser Erfolg zu werfen. Einer versucht uns hier zu ficken. Aber Bruder, nicht mit uns. Gestern kam ein Video raus von einem Klickkäufer. Ich muss es euch nicht erzählen. Die meisten haben es wahrscheinlich schon mitbekommen oder gesehen. Ich kann euch den Link gerne unten verlinken. Es kommen Manager zu mir, die sagen, wir haben hier gerade einen Künstler. Wir haben hier 50.000 Euro. Was kannst du damit anstellen? Für wen hast du das gemacht? Für die größten 5 Top-Künstler in Deutschland. Auch wenn sie es nicht wissen, aber ihre Manager wissen es. Und zwar hat der Klickkäufer zugegeben, für große, namhafte Labels und namhafte Rapper Klicks gekauft zu haben, ja. In erster Linie ist es natürlich nichts Neues, wie gesagt, und einige Rapper haben sich darauf ein wenig aufgeregt. Das Thema Klicks gekauft zu haben betrifft vor allem jetzt die Aero-Brüder, würde ich jetzt mal einfach so sagen, die Ferros, die Meros, die Leros, die Zeros, die Cheros oder Elmeros oder was weiß ich, wie sie auch alle heißen. Das Komische ist, sie kamen alle irgendwie aus ihren Löchern raus und die machen coole Musik, ohne Frage. Aber das Komische ist, die haben wirklich innerhalb von Stunden und Wochen so viele Klicks bekommen. So viele Klicks haben noch nicht mal die Einwohner von Deutschland, meine lieben Freunde, ja. Das ist auch ziemlich merkwürdig. Was meiner Meinung nach auch ziemlich merkwürdig ist, erinnern wir uns, in den letzten Monaten hat Capital Bra wirklich regelmäßig ein Lied rausgebracht, fast wöchentlich, ja. Und die sind komischerweise auch wieder in den Millionenbeträgen immer wieder hochgestiegen und Capital Bra war auch wirklich regelmäßig in den Trends der YouTube-Charts. Natürlich kann man sowas nicht immer beweisen und man kann auch sowas nicht immer hundertprozentig recherchieren und nachhaken, weil das einfach wahrscheinlich ziemlich professionell gemacht wird, würde ich mal so sagen. Ansonsten wäre das, glaube ich, schon von einem YouTube-Zähler oder, ich meine, wir leben im Jahr 2019. Das hätte, glaube ich, YouTube sofort gemerkt oder Instagram, dass da irgendwas faul ist. Also da müssen schon wirklich professionelle Mächte im Gange gewesen sein, die diese ganzen Klicks generiert haben. Ja? Ich habe mich mit dem Thema auf jeden Fall sehr lange beschäftigt und bin auf ein Video gestoßen von dem guten alten Rapcheck, meine lieben Freunde. Ja? Die einen oder anderen kennen ihn, das ist eine Konkurrenz von mir, der auch ziemlich langweilige und ziemlich eintönige Rap-News macht. Nicht solche coolen Videos wie ich, würde ich mal so sagen, ja. Wir alle wissen nun, dass eine Person anscheinend Klicks kauft oder generiert für die ganzen Rapper. Bis jetzt hat er bei den ganzen Newcomern zugeschlagen und lässt sie in wenigen Stunden mehrere Millionen Klicks bekommen. Am schlimmsten war es bei Brado. Der hat in 3 Stunden 6 Millionen Klicks bekommen. Inzwischen weiß ich auch, wer das Ganze gemacht hat. Eigentlich war es auch schon am ersten Tag klar, denn bei Instagram habe ich viele Hinweise bekommen. Doch da der Klickkäufer genau auf diese Promo wartet, werde ich seinen Namen nicht erwähnen. Aber Bro, mach das lieber nicht. Damit schadest du wirklich jeden, der Musik macht. Und zwar hat Memo von Rapcheck in dem Video gesagt, dass er wisse, wer diese ganzen Klicks gekauft habe oder wer diese ganzen Klicks für die ganzen Rapper generiert hat. Er weiß das wohl, möchte es aber nicht an die Öffentlichkeit bringen, weil er ihn dadurch nicht irgendwie noch berühmter machen möchte, ne? Oder machen will, besser gesagt. Das Problem bei diesen heutigen Portalen ist, die meisten Portalen wie Rapcheck oder Mois sogar, auch der YouTuber Mois, ja,
die sind mit den Rappern so cool und so dicke, dass sie nicht wirklich immer hundertprozentig die Wahrheit sagen können, ja. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt mit Rap Talk oder Rap News auch größtenteils angefangen habe, weil wirklich die ganzen News nicht mehr real sind. Das ist wie RTL, das erste ZDF, das ist auch nicht mehr real, das ist alles fake, ne. Und ich wollte gerne eine Plattform haben, wo ich selber meine Infos an die Männer bringen kann, an die Leute rausbringen kann und auch wirklich weiß, dass das hundertprozentig real sein kann. Ja? Natürlich, ich werde auch hin und wieder ein paar Videos bringen, die vielleicht ein bisschen anecken, ne? Das ist keine Frage. Aber ich will auf jeden Fall definitiv meine eigenen Recherchen machen und selber wissen, ist das wirklich so oder ist das nicht so? Oder ist das, was Rapcheck oder Mois sagt, vielleicht nur so, weil er mit diesen Rappern cool ist. Versteht ihr, was ich meine? Die Musikszene ist auf jeden Fall sehr dreckig, das weiß ich. Und die YouTube-Szene ist auch sehr dreckig, das weiß ich auch. Ich habe mit vielen YouTubern zu tun, ich habe mit vielen, auch mittlerweile auch ein paar Rappern zu tun gehabt. Und ich kann euch nur eins sagen, Freunde, die Szene ist dreckig, auf jeden Fall. Aber ihr müsst diese Szene verstehen, warum sie so dreckig ist, ja? Ich meine, du kannst so gute Musik machen und so gute Videos produzieren, am Ende sieht sie wirklich keiner, ja. Also, dass wir diesen Klicks kaufen, das ist so ein bisschen schwierig, das Thema. Also, ich würde nicht sagen, dass es gut ist, ich würde aber auch nicht sagen, dass es schlecht ist. Weil, ich meine, ich kann jetzt so viele Rap-Talk-Videos machen in einem Jahr oder in zwei Jahren und ich werde trotzdem nicht die Reichweite bekommen, die ich bekommen oder verdient habe, aufgrund dessen, dass ich einfach in diesem ganzen YouTube-Algorithmus nicht vorankommen werde, weil es einfach erstens viel zu viele Leute gibt, die das haten, zweitens, es gibt einfach viel zu viele Konkurrenz. Ne? Natürlich, am Ende werdet ihr sagen, die Qualität und bla 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 wird sich am Ende auszahlen und ich bekomme die Reichweite und das, was ich verdient habe, aber der Weg dahin wird ziemlich schwer und steinig sein. Das Thema mit diesem Klickskauf muss man sich wirklich intensiv mit beschäftigen. Natürlich, was da jetzt passiert ist bei diesen Ferros, Eros, Meros, Leros, ist natürlich krass, die haben wirklich übertrieben. Aber man hätte es vielleicht dezenter machen können, indem man vielleicht ein paar tausender Klicks hinzufügt, statt Millionen, ja. Ich weiß gar nicht, wie die auf sowas gekommen sind, die in die Millionenhöhe zu. Ich meine, wenn man sich die Videos von Mero anguckt, das eine hat schon fast 80, 90 Millionen Aufrufe. Ja, das Komische an dieser Geschichte ist halt, dass immer diese Eros in diesen ganzen Themen mit Klicks kaufen und so weiter drinne involviert sind. Das ist ziemlich merkwürdig. Warum hat es davor sowas nicht gegeben? Ich meine, es hätten so viele neue Künstler sich sowas, sich mit sowas bereichern können. Warum gerade diese Eros und warum gerade alle Rapper aus dem Label von AON? Sprich Mero und Cero El Mero. Freunde, das war's mit meinem Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was zum Nachdenken gehabt. Der eine oder andere wird es natürlich wieder haten. Das ist mir aber wieder völlig egal. Ne? So, Freunde, ich danke euch fürs Einschalten. Genau, ihr wisst Bescheid. Macht's gut, meine lieben Freunde. Und bis die Tage. Peace. Abonniert meinen Kanal. Ling, mach aus. Lass mach aus, Ling, Ling. Und bis demnächst. Rap Talk bei Doggy 3DL.